Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Platin. Wir sind nach wie vor auf dem Weg nach Weideburg. Hallöchen. Und genau wie im letzten Part auch, erwarten uns noch ganz, ganz viele Trainer. So, wir machen Erdbeben. Das passt nämlich sehr, sehr gut. Du hast doch bestimmt auch noch Aquana und Flamara. Würde zumindest Sinn ergeben. Ich bin mir nicht sicher, ob wir in diesem Part bis nach Weideburg kommen werden. Denn es ist wirklich noch ein ganzes Stückchen bis dahin. Ich vermute eher nicht. Macht aber nichts, wir haben ja Zeit. Und ich sagte ja auch, ich werde Weideburg erstmal quasi links liegen lassen. Oh, Schlitzer. Ja, bitte. Bodycheck brauche ich nicht unbedingt. Ich mag den Rückstoßschaden nicht. Ja, wir werden nach Weideburg gehen. Uns da einmal heilen. Und den Stein holen, damit ich Michi weiterentwickeln kann. Und dann gehen wir zurück nach Schleide und stellen uns der Arena, bevor wir dann in Weideburg weitermachen, so der Plan. Oh, Aquana sieht total süß aus hier. Und irgendwie ziemlich schmal, muss ich sagen. Könnte aber auch einfach an der Pose liegen. Ich mag Aquana. Also von den ursprünglichen Evoli-Entwicklungen, in Anführungszeichen, also Aquana, Blitzer, Flamara, mag ich Aquana am liebsten. Muss ich sagen, Aquana ist ein tolles Pokémon. Ich habe da auch immer sehr, sehr gerne mitgespielt. In Rot, Blau, Gelb, Feuerrot, Blattgrün. Wie gesagt, ich spiele gerne mit zwei Wasser-Pokémon und dementsprechend habe ich dann mal mit Turtok und Aquana gespielt. War sehr, sehr praktisch, muss ich sagen. Aquana hat ziemlich viel KP und man kann bei einem Wasser-Pokémon auch nicht wirklich viel falsch machen. Man bringt ihm Surfer bei und dann ist es schon okay. Oder noch Eisstrahl oder so. Und dann ist das alles schön. So gesehen, also mit Aquana kann man nicht viel falsch machen. Aquana mit Surfer und dann passt es schon. Ich mag auch Blitzer und Flamara. Nur lernen die meistens nicht so tolle Attacken leider. Oder erst sehr, sehr spät. Deswegen sind die bei mir nicht ganz so beliebt. Obwohl ich sie rein optisch toll finde. Und wenn man ihnen die passenden Attacken geben kann, dann sind sie auch echt stark. Aber leider lernen sie von alleine nicht immer die besten Attacken. Aber naja. Dieses Flamara hält auf jeden Fall einiges aus. Und ich habe mich als Kind immer so gewundert. Ich habe immer gedacht, irgendwann kommt noch eine Evoli-Entwicklung mit Blattstein. Weil Wasser, Feuer, Donnerstein. Aber es kam einfach keine Entwicklung mit Blattstein. Ich habe das sogar ausprobiert. Ich habe Evoli einen Blattstein mal gegeben. Hat aber nicht so ganz geklappt. Ist kein Fullipoba bei rausgekommen, leider. Aber es hat mich immer so ein bisschen verwirrt. Mittlerweile haben wir ja eine Pflanzen-Evoli-Entwicklung, wenn auch unter komplett anderen Umständen, entstanden. Aber naja. Wir müssen hier weiter. Ist hier irgendwas? Nein. Da ist noch ein Item. Egal, das lasse ich jetzt einfach mal da liegen. Kühnheitsufer. Genau. Da ist ein Item. Das möchte ich erstmal haben. Habe ich noch Schutz? Ja, ein bisschen. Ich müsste mal wieder einkaufen gehen. Dann. Oh. Sind hier so starke Pokémon? Wow. Okay. Ein übermächtiges Bidifas. Kann ich fliehen? Nein. Oh, du kannst Walzer. Au. Wir stecken den Walzer gut weg. Takoro? Fragezeichen. Dass hier so starke Pokémon kommen. Ja. Aber machen wir Erdbeben. Die Attacke ist immer noch so mies. Ich meine, Erdbeben hat eine Basisstärke von 100. Und kriegt bei Takoro natürlich auch noch Stab. Heißt 50% noch drauf. Das heißt, Erdbeben hat schon mal eine Grundstärke von 150. Das ist verdammt viel, muss man sagen. Und wenn es dann noch sehr effektiv ist... Eieiei. So. Darf ich jetzt an das Item, bitte? Oh, ein Hyperball. Warum nicht? Brauche ich zwar erstmal...
Nicht. War irgendwas? Ich glaube nicht. Jetzt habe ich den Faden verloren. Hier haben wir den See der Kühnheit. Allerdings, das Pokémon des Sees wird sich nicht zeigen, wenn es Menschen in der Nähe spürt. Daher liegen wir hier versteckt auf der Lauer. Großartig. Man sagt, in diesem See lebe ein legendäres Pokémon. Ich möchte es gerne mit meiner Kamera aufnehmen, wie ich das schon früher bei anderen Pokémon gemacht habe. Ich habe damals das rote Gyarados am See des Zorns gefilmt. Das finde ich an diesem Spiel irgendwie so großartig, dass immer wieder Verweise gemacht werden auf andere Regionen. Was soll ich nur tun? Ich habe es tatsächlich geschafft, meinen B-Schlüssel zu verlieren. Schon wieder. Die Leute dieser Ferienanlage werden nicht gerade entzückt sein. Ich bin mir sicher, ich hatte ihn noch, als ich die Rezeption verlassen habe. Wenn ich doch nur ein Itemradar hätte, damit würde ich ihn im Handumdrehen finden. Ja, wir könnten ihr jetzt ihren Schlüssel bringen. Habe ich aber ehrlich gesagt wenig Lust drauf. Hier geht's nach Sonnewick. Dort ist die 8. Arena. Aber natürlich können wir da noch nicht hin. Stopp, stopp, stopp. Ja, dich meine ich. In Sonnewick, das sich am Ende dieser Straße befindet, hat es einen Stromausfall gegeben. Sie arbeiten bereits daran, die Störung zu beheben, aber die Straße bleibt trotzdem vorerst gesperrt. Sowas mag ich. Ich habe es ja schon oft gesagt, ich mag es, wenn Spiele nicht ganz so linear sind, sondern wenn man wirklich an gewissen Orten schon vorbeigekommen ist, aber einfach nicht weiter konnte und dann da eben später nochmal hin muss. Das finde ich immer ganz schön. 7-Sterne-Restaurant. Der Ort des guten Geschmacks. Na, dann muss ich da natürlich rein. Hi. In unserem Restaurant genießt man mehr als nur vorzügliche Menüs. Der werte Gast kann auch an Kämpfen teilnehmen. Bon Appetit. Okay, dann fangen wir mal hier an. Man kann hier jeden Tag hinkommen und Kämpfe austragen. Und zwar immer Doppelkämpfe. Und ich glaube, auch jeden Tag sind andere Trainer hier drin. Die Level bleiben jedoch gleich. Also später im Spiel nützt das nicht mehr wirklich was. Aber jetzt ist es auf jeden Fall verdammt gutes Training. Vor allen Dingen, wenn man sich die Level anguckt. Ich meine, 31 ist schon nicht schlecht. Zack. Und zack. Muss ich sagen, die sind hier schon nicht ohne. Man kann hier auf jeden Fall gut trainieren. Finde ich eine gute Sache, dass man hier jeden Tag hinkommen kann. Und ich mag Doppelkämpfe. Finde ich klasse. Oh, Aquavelle. Oh, das wird wehtun. Es geht sogar. Ich hätte mit mehr Schaden gerechnet. Ja, nee. Nein. Nein. Du hältst noch eine Aquavelle aus, richtig? Ach, du bist verwirrt. Das habe ich jetzt komplett vergessen. Naja, gut. Takoro, du schaffst das, wenn kein Volltreffer kommt. Was ich auf jeden Fall anmerken wollte, gerade noch, ich finde es total toll, dass dieses Spiel hier quasi so ein bisschen international ist. Es gibt immer wieder so ein paar Verweise quasi auf andere Regionen. Und das finde ich wirklich ganz große Klasse. So wie jetzt, ja, ich habe ja schon das rote Gyarados am See des Zorns gefilmt, in Johto. Das heißt, wenn man wirklich die anderen Pokémon-Spiele kennt, die eben vorangegangen sind, dann kann man damit natürlich auch was anfangen. Und das finde ich sehr, sehr schön gemacht, muss ich sagen. Ich finde das große Klasse. Ich meine, es ist nur eine Kleinigkeit und man kann sich da vielleicht auch dran hochziehen, aber mir gefällt sowas. Einfach, wenn auf andere Regionen verwiesen wird. Das hatten wir ja bislang schon öfter. Beispielsweise fällt mir jetzt ein in Herzhofen, als wir die Stadt nicht verlassen konnten am Anfang. Dann standen doch am Ausgang so zwei Männer und haben gemeint, ja, in Trostu wurden Pokémon-Eier entdeckt. Und dann hat ja, glaube ich, irgendwer gemeint, ja, in Höhen oder so gab es auch schon Pokémon-Eier. Also es wird immer wieder eine andere Region erwähnt und das finde ich wirklich sehr, sehr schön gemacht. Das sind so Kleinigkeiten, aber ich erfreue mich daran. So, wir können uns hier übrigens auch heilen. Nicht hier. Aber hier unten. Guten Tag, möchten Sie hier übernachten? Oh, ich sehe gerade, Sie haben keine Reservierung. Das tut mir leid, denn wir sind komplett ausgebucht. Aber Sie dürfen sich hier gerne für eine Weile ausruhen, wenn Sie möchten. Das ist okay. Nehme ich auch.
So, ist sehr praktisch, dass man sich hier heilen kann. Und dann kämpfen wir natürlich auch weiter. Also ich muss sagen, Platin oder auch Diamant und Perl, das sind Spiele, die sehr, sehr viele kleine Neuerungen haben. Ich mochte natürlich auch alle Editionen vorher sehr, sehr gerne. Ich glaube, das letzte, was davor erschienen ist, war Smaragd. Ich fand Smaragd großartig. Es ist nicht umsonst eine meiner Lieblingseditionen. So. Warum habe ich jetzt Dunkelklaue eigentlich nicht gemacht? Das wäre ideal gewesen. Naja. Aber im Platin gibt es so, so viele kleine Details einfach, wie eben, dass über andere Regionen gesprochen wird. Oder, ist jetzt vielleicht ein ganz blödes Beispiel, aber in Herzhofen die Kinderwagen. Oder diese Lüftungsschächte überall. Oder die Fahrradständer. Das sind so Kleinigkeiten, die mit dem Spiel selbst gar nichts zu tun haben. Die sind auch nicht unbedingt wichtig, aber ich erfreue mich an sowas. Ich finde sowas schön. Und auch dieses Restaurant hier finde ich ganz große Klasse. Es gibt einfach, das war doof, so viele Sachen, die das Spiel so ein bisschen authentischer machen. Natürlich, Pokémon ist und bleibt quasi eine Traumwelt, aber mittlerweile gibt es wirklich viele Sachen, die man auf unser Leben so ein bisschen beziehen kann. Wie eben diese Fahrradständer oder, nein, die Kinderwagen, solche Sachen eben. Das sind, wie gesagt, Kleinigkeiten, aber ich finde das schön, dass es nicht einfach nur ganz normale Häuser gibt, sondern auch Restaurants oder Kirchen und so weiter. Das macht das Ganze für mich noch so ein bisschen menschlicher irgendwo. Pokémon wird nie logisch sein. Das geht nicht. Ich meine, irgendwo in der Gegend stehen Leute rum, die kämpfen wollen und Kinder werden mit 10 Jahren losgeschickt. Ja, Pokémon-Meister zu werden und sowas halt, aber ich finde es schon ganz schön so gemacht. Auch mit den Windkraftanlagen in Flori. Ich finde das toll. Ich erfreue mich an solchen kleinen Details, muss ich sagen. Pokémon wird ja sowieso immer realistischer. Schauen wir uns Schwarz und Weiß, beziehungsweise Schwarz und Weiß 2 an. Da gibt es Autos, die wirklich auch fahren und nicht nur irgendwo rumstehen. Wir haben jede Menge Brücken, die hoch und runter gehen. Wir haben Müllcontainer, jetzt nur mal so als Beispiel. Also wir haben schon verdammt viel, muss man sagen. Flugzeuge gibt es da. Also das Ganze wird echt schon realistisch gemacht, muss man sagen. Teilweise ist es mir vielleicht auch schon ein bisschen zu viel, aber viele Sachen finde ich gar nicht schlecht. Oh, wie sehen denn die Level aus? Das ist nach wie vor okay. Dann seid ihr jetzt dran. Ja, das ist das Hauptgericht. Ich will auch. Ja, ich möchte nicht stören, aber ich möchte kämpfen. Ich finde es auch immer wieder faszinierend. Ich meine, Pokémon gibt es jetzt schon verdammt lange. Die rote Edition, oder Rot und Blau, die sind ja bei uns 1999 erschienen. Wir haben jetzt 2013, das ist also schon verdammt lange her. Michi, du bist hier irgendwie extrem fehl am Platze gerade. Aber alle anderen sind auch nicht gerade besser, ne? Na gut. Ist egal. Zack. Wenn ihr mal so an die allerersten Editionen zurückdenkt, an Rot und Blau, und dann nehmt ihr jetzt mal zum Beispiel Platin, da sind so viele Sachen, die damals gar nicht denkbar gewesen wären. Damals hattest du eine Stadt, da gab es eine Arena und ganz, ganz viele Wohnhäuser, ein Pokémon Center und einen Markt. Dass es da so Sachen gab wie eine Fahrradladen oder ein Museum, das war schon unglaublich toll. Aber mittlerweile gibt es so viel. Es gibt hier dann auch noch Springbrunnen und Parkbänke und, ja, Clowns, die in der Stadt rumstehen. Das ist einfach phänomenal, wie sich das so entwickelt hat, muss man sagen. Auch wenn man Pokémon Rot und Blau beispielsweise mit Pokémon Kolosseum und XD vergleicht. Wenn man damals gewusst hätte, dass es so weit kommen würde. Wow. Also ich fand als Kind die Grafik in Pokémon schon echt klasse. Und dann kommt sowas.
Oder auch so Sachen wie Mystery Dungeon, Pokémon Ranger, Pokémon Battle Revolution, Pokémon Rumble. Das hätte man damals auch nicht gedacht, dass sowas mal kommen würde. Hätte mir das irgendwer gesagt, ja, irgendwann wirst du mal selbst ein Pokémon steuern und durch Dungeons laufen oder du wirst irgendwann Pokémon fangen, indem du Kreise um die drum ziehst. Ich hätte die Leute für bekloppt erklärt, ganz ehrlich. Also es ist schon interessant, wie sich das Ganze weiterentwickelt hat. Viele sagen ja zum Negativen, viele behaupten ja, Pokémon ist heutzutage nicht mehr Pokémon. Aber ich denke einfach, alles entwickelt sich weiter. Es ist ganz normal. Und zu behaupten, dass die Grafik heutzutage nicht mehr das Wahre ist, das ist Ansichtssache. Ich glaube, die ersten haben ja schon angefangen, bei Diamant und Perl zu meckern. Und bei Schwarz und Weiß sowieso. Nur, wenn man sich beispielsweise Zelda anguckt, schaut euch das allererste Zelda an und schaut euch dann Skyward Sword an. Schaut euch das allererste Sonic an und schaut euch dann Sonic Generations an. Das allererste Kirby, Kirby's Adventure Wii, als Beispiel. Das ist auch nicht mehr das, was es mal war. Das ist auch eine komplett überarbeitete Grafik. Und, ja, es gibt immer Leute, die das gut finden und es gibt Leute, die das schlecht finden. Ich glaube, wenn man wirklich mit diesen Spielen aufgewachsen ist und die ersten gespielt hat und weiß, wie die Grafik früher war, dann fällt es einem vielleicht so ein bisschen schwer, diesen Wandel zu sehen und sich mit der neuen Grafik anzufreunden. Das kann gut sein. Aber ich persönlich bin damit aufgewachsen und ich habe die Fortschritte gesehen und ich habe mich jedes Mal riesig gefreut, wenn ich das gesehen habe. Wie ich zum ersten Mal Pokémon Gold gespielt habe, ich habe mich riesig über so Sachen gefreut, wie die Beeren oder dass man Pokémon brüten kann. Die Grafik war auch ein bisschen anders, als ich dann, Pokémon Saphir zum ersten Mal gespielt habe, habe ich mich über die Geheimbasen gefreut oder über so innovative Sachen wie Baumhausen City, die Aschefelder, sowas halt. Und als ich eben Diamant zum ersten Mal gespielt habe, habe ich mich auch über viele Sachen gefreut. Natürlich ist es krass, wenn man sich Pokémon Rot anguckt und Pokémon Schwarz und Weiß 2. Das ist ein ziemlich krasser Unterschied. Aber wenn man wirklich alle Editionen gespielt hat und diese Veränderungen gesehen hat, nach und nach, dann finde ich das gar nicht mehr so krass. Kann man das irgendwie nachvollziehen? Ja, ich weiß, ich rede jetzt schon wieder irgendwelchen Unsinn, aber ich finde, es ist einfach so. Und ich mag die neuen Grafiken. Ob ich die Grafik in X und Y mögen werde, weiß ich nicht, ich vermute aber schon. Aber bislang muss ich sagen, es gibt für mich kein Pokémon-Spiel, wo ich wirklich sagen würde, es gibt ein paar Ausnahmen. Ich mag zum Beispiel Pokémon Dash überhaupt nicht. Finde ich schrecklich. Aber ansonsten habe ich da nichts gegen. Patschiri, so wie schön. Ich bin nur gespannt, wie viel Pokémon wirklich noch kommen wird. Ich meine, die fünfte Generation haben sie ja wirklich ziemlich ausgereizt. Wir hatten Schwarz und Weiß. Wir hatten Schwarz und Weiß 2. Wir haben jetzt ein neues Mystery Dungeon gehabt. Pokémon Rumble für den 3DS. Volltreffer, sehr schön. Ich dachte eigentlich, Amdet zieht die magisch an, nicht Nils, aber gut. Das ist auch nicht gerade schlau. Aber ich habe gerade eh niemanden. Die anderen sind gerade alle so ein bisschen angeschlagen. Was hatten wir denn noch? Wir hatten auf jeden Fall mehr als genug Pokémon-Spiele. Ein Wunder, dass nicht noch ein neues Pokémon Ranger rausgekommen ist. Ansonsten hatten wir hatten noch Pokémon-Tastenabenteuer. Also wir hatten schon echt viel, was die fünfte Generation angeht, muss man sagen. Sie haben die wirklich ziemlich ausgereizt. Pokepark 2 zum Beispiel auch noch. Ich fand es nicht schlecht, muss ich sagen. Viele haben sich darüber beschwert und ich muss sagen, es reicht. Also mehr Spiele hätte ich jetzt auch nicht haben müssen. Aber ich finde, Pokémon Schwarz und Weiß, klar, als Auftakt.
Ich fand Pokémon Schwarz und Weiß 2 nicht zu viel, denn ansonsten wäre eine Zusatzedition gekommen wie Platin oder Smaragd. Dann finde ich das so ehrlich gesagt ein bisschen besser. Und ansonsten hatten wir ja alles unterschiedliche Spiele. Wir hatten Pokémon Mystery Dungeon, Pokepark 2, Pokémon Rumble. Das sind alles von Grund auf andere Spiele. Und dementsprechend hat mich das auch nicht gestört. Wenn sie jetzt noch ein zweites Mystery Dungeon oder so gebracht hätten, das fände ich dann doch ein bisschen zu viel. Aber so ist es ganz okay. Wir hatten eine sehr schöne fünfte Generation und ich freue mich auf die sechste. Ich bin gespannt. Und ich werde jetzt mal eben einen Schluck trinken, aber meine Flasche steht da ganz hinten. Kleinen Moment. So, bin jetzt einmal quer durch mein Zimmer gelaufen, weil es ist ja immer so, ne? Das, was man gerade haben möchte, steht genau am anderen Ende. Wenn man in der Aufnahme sitzt und was trinken möchte, steht die Flasche da ganz hinten. Wenn das Handy klingelt und man auf dem Bett liegt, liegt das Handy auf dem Schreibtisch. Das ist immer so. Zumindest bei mir. Bei mir liegt irgendwie immer alles total weit weg. Manchmal weiß ich gar nicht, wieso. Dann denke ich mir doch, das hast du doch gerade neben dich gelegt. Mhm. So, erstmal möchte ich das Schlurp ganz gerne weghaben. Und es tut mir ja fast schon leid, dass ich in diesem Part quasi gar nicht auf das Spielgeschehen eingegangen bin. Aber ich denke, das ist nicht so schlimm. Ihr seht ja, was passiert. Und ab und zu muss man mal über was anderes reden. Und ihr kennt mich, ich philosophiere gerne ab und zu mal in meinen Parts. Und wir sind echt nicht weit gekommen, fällt mir gerade auf. Und ich noch so, vielleicht schaffen wir es bis Weideburg. Ich glaube nicht. So. Du kannst gerne Spotlight machen, du bist sowieso nur alleine da. Und seit ich diesen einen Part gemacht habe, falls ihr euch erinnert, wo ich über meinen Pipi-Trinkbecher gesprochen habe, muss ich da jedes Mal dran denken, wenn ich ein verdammtes Pipi sehe. Ich weiß nicht wieso. Das hat sich jetzt in meinem Kopf festgesetzt. So, Level 29. Auf Level 30 entwickelt sich Amde schon. Fällt mir gerade so auf. Das geht verdammt schnell. Es kommt mir so vor, als hätten wir gerade erst unser Luxio gekriegt. Okay, das waren alle. Dann sind wir hier fertig. Das ist schön. Und die kleinen Bäumchen finde ich auch ganz nett gemacht, muss ich sagen. Was hast du mir zu sagen? Ich schwimme lieber in einem Swimmingpool als im Meer. Das Meerwasser schmeckt so salzig wie meine Tränen, die ich am Ende eines langen Urlaubs vergieße. Oh nein! Aber im Meer schwimmen ist sowieso so eine Sache für sich. Das macht einfach Spaß. Ja, ich hasse es auch, Meerwasser zu schlucken. Das ist voll eklig. Aber, naja, gehört irgendwie dazu. Man tritt sowieso irgendwie auf alle Steine. Okay. Und dann gibt es auch diese wunderschönen Quallen, die da überall rumschwimmen. Und die Wellen sind manchmal so ein bisschen gemein. Aber im Meer schwimmen ist schon toll. So. Und ich finde dieses Gebiet hier sehr, sehr schön mit den Häusern, muss ich sagen. Du kannst mich nochmal eben heilen, würde ich sagen. Und dann setze ich mich immer auf so einen Stuhl und bleib hier erstmal sitzen bis zum nächsten Part. Dann werden wir die restlichen Trainer bekämpfen. Ich kann euch das mal eben zeigen. Denn wir sind schon recht weit. Wir sind jetzt hier und da ist Weideburg. Also dieses ganze Stück hier haben wir jetzt schon geschafft. Zum See können wir ja nicht. Da stehen ja die Kameraleute. Und dieses Stückchen hier müssen wir jetzt noch machen. Das werden wir dann im nächsten Part in Angriff nehmen. So. Zack. Zack. Und dann würde ich sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Platin und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.